Ja, ich bin hier in Livigno und es gibt ein paar wirklich grandiose Neuigkeiten. Wir bekommen Nachwuchs. Neues Baby, natürlich ein Fahrrad. Es ist nicht ganz so leicht wie ein Neugeborenes, aber wir nähern uns der Grenze von so einem großen Wonnebrocken schon gefährlich nahe an. Dementsprechend, wie auch ein Baby, ist es komplett nackt. Also das heißt, kein Lack dran. Haben wir weggespart, waren grandiose 180 Gramm. Finde ich, sieht aber jetzt noch geiler aus wie davor. Wobei sich Scott ja sonst immer schon echt ziemlich viel Mühe gegeben hat mit den Lackierungen. Aber so ganz ohne finde ich auch ganz geil. Und ja, genau, also gerade für die Radstrecke in Nizza gibt es ja viele Diskussionen. Und ich bin ja selber in Cannes auf einer ganz ähnlichen Strecke auch schon ein Rad gefahren, was wir speziell für die Strecke eigentlich aufgebaut hatten. Damals ein Scott Foyle, also ein sehr aerodynamisches Straßenrad, was vom Handling in Kurven natürlich etwas überlegen ist einem Zeitfahrrad und mit Sicherheit auch jetzt, was das Gewicht angeht, noch mal ein bisschen leichter war wie das jetzige Rad. Es ist eben sehr schwierig, da den optimalen Kompromiss zu finden, aber es macht unheimlich viel Spaß, da auch dran zu basteln. Da geht es auch nicht nur um Sekunden, sondern auch, um meine persönliche Befriedigung und dementsprechend genau gibt es ein spezielles Rad. Basis ist das Scott Plasma, weil es gibt einfach auf der Strecke noch unheimlich viele Abschnitte, die sehr, sehr schnell sind, wo man auch auf dem Aerolenker fahren kann und muss. Deutlich mehr, wie man denkt, vor allen Dingen, wenn man die Strecke abfährt im normalen Straßenverkehr, dann könnte man meinen, naja, ein Straßenrad ist vielleicht schneller, aber wenn man später die gesperrte Strecke hat und oft auch die Ideallinie fahren kann, gibt es doch deutlich mehr Kurven, die man auch auf dem Aerolenker durchfahren kann. Und dementsprechend genau ist die Entscheidung auf das Zeitfahrrad gefallen und dann eben dieses Zeitfahrrad so leicht wie möglich zu bekommen. Wie gesagt, ein Aspekt war schon mal der Lack. Das hat jetzt nicht am meisten gebracht. Am meisten bringt natürlich irgendwo der Wechsel der Laufräder. In Frankfurt bin ich eben noch die Super 9 Scheibe gefahren. Jetzt gibt es ein 858 Hinterrad, wahrscheinlich ein 454 Vorderrad. So die Laufradkombination spart, glaube ich, so knapp 300, 400 Gramm vielleicht ein. Motor würde natürlich noch mehr bringen, aber der ist natürlich auch schwer. Genau, dann haben wir auf das Ersatzmaterial verzichtet oder werden auf das Ersatzmaterial verzichten. Also keinen Schlauch, keine Reifenheber. In Frankfurt bin ich wirklich mit dem ganzen Werkzeugkasten rumgefahren. Da ging es ja auch um die Hawaii-Quali. Jetzt geht es primär eigentlich um den dritten Mitteldistanz-Weltmeistertitel. Da kann man natürlich auch mal was riskieren. Ein bisschen weniger Risiko gibt es bei den Reifen. mehr Grip und ein kleines bisschen verbesserter Pannenschutz gegenüber dem Reifen, den ich in Frankfurt gefahren bin. Zusätzlich genau wieder speziell angefertigte Extensions. Ich werde kein Front-Drinksystem fahren, wie das normalerweise integriert ist beim Scott. Das spart auch noch mal gewaltig was weg. Ich glaube, es sind auch noch mal so knapp 170 Gramm gegenüber einer Flasche, die einfach so zwischen den Extensions montiert wird. Und des Weiteren sparen wir ordentlich Gewicht ein mit einer Sattelstützen-Sattelkombination, wo quasi die Klemmung abgesägt wird und der Sattel direkt auf die Sattelstütze laminiert wird. Ja, genau, also das ist wirklich ein richtiges Spezialrad. Ich werde dabei bleiben und ein Einfachsystem fahren, also vorne 50er Kettenblatt und hinten 10-33 als Abstufung. Wir haben das ein paar Mal probiert auf der Strecke, das ist eigentlich wirklich, ich würde sagen, fast perfekt. Der Vorteil gegenüber einem Zweifachsystem ist nicht nur in dem Fall die bessere Aerodynamik und nochmal eine Gewichtseinsparung, sondern vor allen Dingen, dass man auf der Strecke sehr viele Wellen hat, wo man ansonsten das Kettenblatt schalten muss. Und ja, jeder, der das Kettenblatt mal im Wiegetritt geschalten hat, weiß, das kostet auch Zeit oder unter Umständen auch mal einen Kettenklemmer. Also das ist nochmal ein Vorteil, einfach nicht das Kettenblatt schalten zu müssen, sondern einfach nur eben hinten die Kassette schalten zu können.
genau, das sind so die kleinen Spezialsachen, die wir haben für die Strecke. Ansonsten genau, gibt es noch ein paar Spezialpedale von Speedplay, auch mit kurzer Titanachse und gegenüber der Serienversion eine Aluminiumplatte. Auch das spart nochmal sagenhafte 18 Gramm oder so ein. Und ansonsten habe ich, glaube ich, jetzt seit 3 Wochen auf den Nachtisch verzichtet. Fuck. Ich glaube, das Rad komplett ist knapp 2 Kilo leichter oder 2,2 Kilo leichter, wie das Rad jetzt in Frankfurt war. Ja. Es ist trotzdem noch nicht super leicht. Es gibt natürlich noch deutlich, deutlich leichtere Räder. Das ist klar, aber meiner Meinung nach schon einer der besten Kompromisse, die man so für die Strecke haben kann. Daran wird es nicht scheitern wahrscheinlich.